Moin Moin und willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, weil heute gibt es mal wieder ein paar Aufnahmen von der H953. Und zwar diese mit den 940 Nanometer LEDs. Es sind natürlich wieder die typischen Verdächtigen mit dabei, wie hier der Hase oder vorher der Dachs. Hier auch wieder der Marderhund unterwegs. Manchmal habe ich die Aufnahmen etwas verlangsamt, weil sie doch ziemlich zügig unterwegs waren und ich die Kamera nicht so ideal aufgestellt habe. Es werden auch ein paar neue Sichtungen dabei sein und ich hoffe, dass ich sie alle richtig bestimmt habe. Wenn nicht, dann verbessert mich doch in den Kommentaren. Wenn ihr neu seid hier auf meinem Kanal, dann lasst mir doch gerne ein Abo da und dass ihr nichts mehr verpasst, drückt auch das kleine Glöckchen daneben. Dann bekommt ihr immer Bescheid, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Hier eine erste neue Sichtung und zwar handelt es sich hier um eine Rotdrossel, was man gut erkennen kann an der Seite an den rotbraunen Gefieder. Hier noch jemand Neues, der Buntspecht. Hier verschwindet vermutlich der Marderhund, aber bei dieser Aufnahme kann man gut sehen, dass es eigentlich ein Feuchtgebiet ist und hier sehr viel Niederschlag in der letzten Zeit gefallen ist und sich so im Vordergrund ein kleiner See oder besser gesagt der im Rücken liegenden Kamera fließende Fluss etwas über das Ufer getreten ist. Die hohe Feuchtigkeit finden die Vögel natürlich auch gut, weil sie dabei unterstützt, besser Würmer zu finden und die Vögel können natürlich auch hier trinken. Hier eine weitere Drosselart und zwar sollte es sich hier um eine Singdrossel handeln. Singdrosseln und Rotdrosseln soll es laut NABU sehr häufig geben und sie sind somit nicht gefährdet. Bei den Rotdrosseln ist der Bestand unbekannt, aber bei den Singdrosseln soll es ungefähr 2 Millionen Brutpaare geben. Wenn ich hier richtig liege, sollte es sich hierbei um einen Kleiber handeln, was man an dem markanten Strich über den Augen sieht und er wird auch Spechtmeise genannt. Hier haben wir wieder die Singdrossel.
hier noch jemand Neues, der sich vor der Kamera gezeigt hat. Es sollte sich hierbei um Buchfinken handeln. Dies soll es auch für heute gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen und gebt mir dafür einen Daumen hoch. Schaltet doch wieder gerne beim nächsten Mal ein, wenn ich die Auswertung der Qlife H8201 einstelle. Das wird in etwa in einer Woche sein. Und dann heißt es nur noch für mich wieder zu sagen, bleibt schön gesund und bis bald.